Ein altes Jesiden-Heiligtum im Nordirak. Keinen Steinwurf davon entfernt, ein großes Flüchtlingslager, in dem nur Jesiden untergebracht sind. Sie alle mussten im Sommer 2014 vor der Terrormiliz des IS aus dem Sindschar-Gebirge fliehen. In ihren Bergdörfern lebten die Jesiden eher zurückgezogen. Im Camp gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten zu lernen. Zusammen mit der einheimischen Organisation Alint bietet Jesuit Worldwide Learning einen Grundkurs in Englisch an. Das Angebot stößt auf lebhaftes Interesse. 80 Studentinnen und Studenten lernen hier in 4 Kursen jeden Tag Englisch. Diese junge Frau flüchtete 2014 aus dem Sindschar-Gebirge vor dem IS. Als ich damals auf der Flucht aus Shingal war, hätte ich nie gedacht, dass ich im Lager einmal Englisch lernen könnte. No, actually I don't. Englisch ist eine internationale Sprache. Ich möchte mit den vielen Besuchern sprechen können, die aus dem Ausland in unser Lager kommen. Unterrichtet wird nach international anerkannten Standards. Track 24. Flying. 5. Skiing. Zum Abschluss erhalten die Studentinnen und Studenten ein Zertifikat, das international vergleichbare und akzeptierte Bewertungen enthält. Deshalb hat diese junge Frau gute Aussichten, ihren Traum verwirklichen zu können. Ich habe in der Schule etwas Englisch gelernt und auch zu Hause. Ich will mein Englisch verbessern und die Scheu überwinden, es zu sprechen. Ich habe einen Plan für meine Zukunft. Zurzeit arbeite ich in einer Apotheke. Ich möchte später einmal ins Ausland gehen und dort Pharmazie studieren. Als die jesidischen Flüchtlinge im Lager ankamen, schien es der letzte Halt auf einem Weg nach nirgendwo zu sein. Jetzt wird das Lager für viele zu einem Ort, an dem sie sich auf eine bessere Zukunft vorbereiten können.